Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ich bewerte eure Parks. Und heute schauen wir uns den Park von Matthias an. Und der heißt Im kleinen Tal. Und der Name ist auch Motto von dem Park, das werdet ihr später noch sehen. Ich habe es vorhin schon von oben kurz gesehen. Aber wir starten jetzt erstmal hier auf einer Besucherfläche, die umgeben ist von einer Lagune. Also hier ist diese coole Betonmauer drumherum gebaut. Und auch hier wurde viel mit Deko-Objekten gearbeitet, das ist auch sehr schön. Voll schön die Geräuschkulisse so von dem Feuer. Hier ist auch eine Toilette, ein Hotel und ganz viele Deko-Sachen. Der Park ist übrigens komplett ohne Mods gebaut. Und ich weiß ja mittlerweile, wie schwierig das ist. Also das ist echt nicht so einfach, ganz ohne Mods zu bauen. Deswegen finde ich das immer umso beeindruckender, wenn Leute das dann schön hinbekommen. Aber das sieht schon mal echt idyllisch hier aus. Hier sind auch viele Besucherläden, Springbrunnen. Wirkt sehr belebt und atmosphärisch. Gefällt mir gut. Können auch mal in so ein Hotel eben einchecken. Denke mal, wir müssen aber gleich in die Poolansicht gehen. Diese Besucheransicht wird wahrscheinlich nicht so krass sein. Nee, habe ich mir schon gedacht. Weil das halt immer von hier unten. Deswegen fliegen wir jetzt mal hier oben schön in den Pool. Das ist ja immer so meine Lieblingsansicht. Das wisst ihr mittlerweile auch. Und von hier aus kann man dann auch wirklich schön in die Lagune blicken. Leider kann ich hier gerade nichts Lebendiges sehen. Wahrscheinlich zu tief unter Wasser. Aber wir haben da auch gleich noch die ein oder andere Beobachtungsgalerie. Dann werden wir da bestimmt noch was zu Gesicht bekommen. Ist aber immer eine coole Idee. Ich kann ja mal rauszoomen. Wenn dann so ein Ankunftsort ja in so einer Lagune quasi drin ist. Also wenn es schön abgesenkt ist. Und dann die Lagunenmauern da ringsum herum sind. Oh, da schwimmt übrigens ganz viel. Das ist ein Teil los, ne? Kann leider auch nicht tiefer hier fliegen. Warum auch immer. Das ist manchmal echt seltsam. Kein Plan, woran das liegt. Aber ich würde sagen, wir erkunden jetzt weiter. Ich schaue jetzt auch einfach mal von oben, dann kann man das immer ein bisschen besser erkennen. Das ist nämlich hier der Ort, wo wir starten. Da vorne ist gerade der Helikopter gelandet. Und dann hat man hier echt einen schönen Besucherplatz. Ist nochmal ein weiteres Hotel, wo man auch nochmal einchecken kann. Da hat man dann auch echt eine tolle Sicht und kann dann sogar die Tylos da unten schwimmen sehen. Hier ist dann sogar die Jurassic Park. Ja, dieses Besucherzentrum. Das finde ich auch immer sehr schön. Weil das auch so ein bisschen Wasser und sowas da hat. Fließendes Wasser ist ja eh immer schön. Aber damit hast du echt super viel hier gearbeitet. Und hier haben wir dann eine Kreuzung mit ganz vielen Leuten, die in alle Richtungen geht. Das ist hier aber alles ausgeschildert. Lagoon, Aviary, Velociraptor. Ist hier wahrscheinlich genauso, ne? Ja. Das heißt, in diese Richtung finden wir die drei Sachen. Klingt ja schon mal interessant. Hier vorne haben wir eine Jurassic Tour. Und hier auf dieser Seite haben wir nochmal die Lagune. Das ist doch echt cool gemacht. Aber ich würde sagen, wir gehen mal hier lang. Das hat mich am meisten überzeugt. Da gibt es nämlich am meisten zu sehen. Hier ist auch alles richtig schön beleuchtet. Guck mal, hier können wir dann in die Lagune nochmal reingucken. Wir bekommen aber bestimmt nichts zu Gesicht. Das ist ja meistens so. Aber die sind leider gerade da hinten. Ich fahre trotzdem mal runter und hoffe einfach mal auf das Beste. Mit etwas Glück sehen wir hier was. Ja, Fische immerhin. Besser als nichts. Ach doch, da ist einer. Oh, und ich, die schwimmt da. Okay. Haben wir den immerhin von weit weg gesehen? Ist ja schon mal besser als nichts. Sieht auch echt schön hier aus auf der Karte mit den Schneegipfeln im Hintergrund. Hier ist nochmal eine Toilette. Oh, und hier sogar diese coolen Bronze- oder Kupferdinger. Diese Pteranodons. Finde ich auch echt schön. Das ist ein tolles Deko-Element. Hier nochmal ein schöner Springbrunnen. Sitzmöglichkeiten. Und du hast hier sogar mal so einen kleinen Tümpel eingebaut. Hast du wirklich schön gestaltet. Aber wir gehen jetzt mal in den Vogelkäfig rein. Geus den Bergier ist da gerade am Fischen. Das sind, glaube ich, alles Geus den Bergier. Der da hinten, glaube ich, auch. Das heißt, das ist kein Mischgehege. Aber auch schön gestaltet. Höhenunterschiede, Felsen. Schön bepflanzt. Und auch gute Platzierung der ganzen Objekte, wo halt die Flugsaurier interagieren können. Jetzt geht's zum
Velociraptor. Nur sogar mit dem Jurassic Park 3 Zaun. Hier ist auch ein Schutzraum. Aber ich finde es auch immer sinnvoll, solche Hochsicherheitszäune über Velociraptoren zu nehmen. Wir wissen ja alle, wie smart die sind. Die öffnen sogar Türen. Oh, das ist gar kein Velociraptor. Das ist ein Indoraptor. Das ist wahrscheinlich als Placeholder genommen, weil es halt kein Indoraptor-Schild gibt. Das ist natürlich noch gefährlicher. Oh, zwei Stück sogar davon. Ich glaube, wir kriegen jetzt hier auch gleich was zu Gesicht. Nee, okay. Ich dachte, die interagieren jetzt miteinander. Aber schöne Skinwahl, die passt sehr, sehr gut. Ein so ein rötlicher und ein dunkelgrüner. Haben auch schön viel Wasser. Oh, da ist noch einer. Das sind sogar drei. Lag der die ganze Zeit schon da? Dann war der ja mega gut getarnt. Das ist einfach so aus dem Nichts aufgetaucht. Ah, cooles Gehege. Ich glaube, wir müssen jetzt wieder zurück zur Kreuzung. Wie viele Menschen hier sind. Das ist halt echt richtig krass. Aber wir gehen jetzt mal hier lang. Das ist nämlich auch nochmal ein schönes Hotel. Und das ist auch nochmal eine Lagunenansicht, glaube ich. Können wir auch noch einmal schnell runterfahren. Kurz abchecken, ob wir da was zu Gesicht bekommen. Hier sieht leider schlecht aus. Dann gehen wir weiter. Ja, das Hotel einchecken ist wahrscheinlich auch wieder nicht so... Ach doch, das ist mega gute Ansicht. Ja, das ist ja perfekt. Besser geht's gar nicht. Hier ist jetzt nochmal eine Toilette. Das hier sieht ehrlich gesagt nicht mehr nach Besucher-Area aus. Vielleicht ist auch die Wegfarbe anders. Das sieht so ein bisschen so aus, als wenn man hier in so einen Industriebereich kommt. Hier sind auf jeden Fall so ein paar Mitarbeiterzelte und Arbeitssachen. Und auch eine Einschienbahn, die sogar gerade da ist. Also wir könnten damit gerade düsen. Aber eigentlich will ich erstmal in die andere Richtung nochmal gehen bei der Kreuzung. Hier gibt es nämlich auch nochmal die Jurassic Tour zu sehen. Und da oben sind auch nochmal Türme, da rechts sind auch Türme. Also ich glaube, wir werden gleich ganz schön viel von dem Park sehen. Das ist jetzt auch so bestimmt der Hauptbereich. Ist ja auch der gerade Ausweg, also macht schon Sinn. Wir gehen jetzt erstmal hier den Berg hoch. Schön in den Turm hier rein. Und dann seht ihr jetzt auch, warum das Ganze im kleinen Tal heißt. Hier ist nämlich das Tal. Sieht richtig cool aus mit den Höhenunterschieden. Und ihr müsst dazu auch noch bedenken, das Ganze ist ohne Mods gebaut. Das heißt, es ist noch viel, viel schwieriger gewesen, weil man halt dann die Höhenunterschiede nicht so gut machen kann. Aber hast du wirklich toll gelöst. Also dieses Tal-Feeling kommt da richtig gut rüber. Und man sieht auch schon, dass da einmal die komplette Jurassic Tour durchfährt. Da sind überall schon so Jeeps, oder nicht Jeeps, sondern diese Tour-Trucks. Da freue ich mich gleich schon drauf. Mega coole Idee. Dann nehmen wir nochmal einen Turm, da brauchen wir jetzt glaube ich nicht rein. Aber hier haben dann auch nochmal die Besucher die Möglichkeit zu chillen. Schön mit Springbrunnen und Sitzmöglichkeiten. Und auf der anderen Seite ist es wahrscheinlich ähnlich, denke ich mal. Parasaurolophus. Ja genau, hier können wir dann auch nochmal perfekt schauen. Und dann sehen wir auch die Paras da. Und ein Amagas da auch. Was ist das denn für ein Skin? Ich kann es euch leider gerade nicht zeigen, aber dieser grüne Skin mit dem Rot von dem Para, das habe ich ja noch nie gesehen. Sieht ja voll interessant aus. Und dann geht's hier zur Jurassic Tour. Also bis jetzt hast du das Wegenetz relativ simpel gehalten, was ich aber mega gut finde. Dadurch kann man sich halt nicht verlaufen. Sehr, sehr strukturiert wird das Ganze. Jetzt müssen wir einmal hier die Wege entlang fahren. Und ich bin jetzt auch ganz ehrlich, also ich kann dir das gar nicht so doll verübeln, wenn es mal zu steil ist bei den Strecken. Weil ihr müsst halt echt bedenken, das Ganze ist ohne Mods. Und das sind halt schon extreme Höhenunterschiede.
Das ist allein schon die Idee richtig cool, dass du das so umgesetzt hast und dann noch mit einer Jurassic Tour. Hättest du es mit Mods gebaut, hättest du natürlich auch die Strecke noch ein bisschen besser machen können. Vom Übergleiten und so. Aber ich weiß halt genau selber, wie es ist. Wenn man dann zum Beispiel so ein Wasserbecken einbaut, dann wird es umso schwieriger, da dann noch was mit Höhenunterschieden zu machen. Homalocephalus. Da unten ist halt das Hauptwasser von dem Tal. Ah, da fahren wir jetzt nahe nicht runter. Wir überholen jetzt mal die Kollegen. Das wird, glaube ich, auch schon schwierig. Ich habe irgendwie im Gefühl, dass ich hier gleich abstürzen werde oder so. Weil es halt so steil ist. Das dürfte ein Sauropelta sein. Oder nee, das Nodo dürfte es sein, oder? Ich schau mal kurz. Ja, das ist ein Nodosaurus. Da sind noch Paras, weitere Homalocephale. Und hier ist auch so ein bisschen Schnee und so eingearbeitet in das Gehege. Das finde ich auch sehr schön. Aber diese Steilhänge sind wirklich krass. Ich finde es echt beeindruckend, dass du das ohne Mods hinbekommen hast. So ein richtiges Pflanzenfresserparadies hier. Hier haben wir noch mehr Dryos. Oha. Ey, beruhigt euch mal. Warum bin ich denn weg? Oh nein, es war ein bisschen zu viel rückwärts. Ich hoffe, wir können das noch retten. Sieht aber ganz gut aus. Müssen wir jetzt hier wieder irgendwie hochkommen. Da oben sind die Türme, wo wir vorhin waren. Und hier schläft nochmal ein wunderschöner Para. Aber das ist doch auch toll. Schön, das ist. Es sind noch mehr Paras. Und auch der Mager. Und wir kämpfen jetzt wieder den Steilhang entlang. Es ist halt echt schade, dass man im Base-Game nur so blöd das Terrain anpassen kann. Also man kann halt nicht wirklich Klippen und sowas bauen. Mit Mods geht das Ganze ja. Das wäre halt hier echt hilfreich gewesen. Aber aktuell ist es halt auch schwierig für mich, Parks mit Mods zu bewerten, weil halt alle Mods und so erstmal aktualisiert werden müssen. Das ist dann alles nicht so einfach. Wir gucken jetzt nochmal schnell von oben. Also das hier ist das riesige Tal. Das ist halt auch wirklich groß. Nimmt irgendwie schon fast die halbe Karte ein. Aber voll die coole Idee. Aber hier hinter gibt es auch noch so ein paar Bereiche. Da kommt man dann wahrscheinlich mit der Einschienbahn hin. Deswegen würde ich sagen, fliegen wir da jetzt einfach mal lang. Hier fährt dann nochmal die Einschienbahn entlang. Und die kommt da vorne, glaube ich, auch nochmal in so einen Industriebereich. Aber ich glaube halt überall, wo diese grauen Wege sind, das ist nicht gerade für Besucher. Und hier sind auch eher so Mitarbeitergebäude. Das ist auch sehr schön mit Deko noch gearbeitet. Schiffscontainer, Kräne, Kisten, Fässer. Und hier ist sogar dann die Brutstation für die Wassersaurier. Noch mehr Mitarbeitergebäude und hier gibt es dann sogar nochmal eine Aviarienansicht. Können wir nochmal so reinfliegen. Ich glaube, hier gibt es aber wirklich nur die Geosternbergia. Die gerade alle schön chillen und schlafen. Aber auf der anderen Seite gab es auch noch was. Also wenn wir hier dann lang fliegen. In diese Richtung. Fährt auch gerade die Einschienbahn sogar lang. Ah, das ist aber auch ein Industriebereich.
Oh, hier sind dann auch Dino-Käfige. Und hier ist das Entwicklungslabor. Oh, hier werden dann die Dinos freigelassen. Finde ich eine sehr coole Sache, dass du das so strukturiert gemacht hast und auch getrennt hast. Schön mit der Einschienbahn. Das heißt, im Prinzip war der Park gar nicht so groß von den Besucherwegen her. Kann man jetzt eigentlich alles sehen. Also es ist sehr, sehr klein gehalten. Aber dadurch war es halt auch sehr strukturiert und man konnte sich nicht verlaufen. Also es hat mir echt gut gefallen. Und auch die Idee war mega cool. Also ein richtig, richtig toller Park, Matthias. Danke fürs Einsenden. Und falls ihr den Park auch mal ausprobieren wollt, schaut gerne in der Videobeschreibung vorbei. Dort könnt ihr das Ganze runterladen. Und falls ihr mir auch mal einen Park von euch einsenden wollt, schaut auch in der Videobeschreibung vorbei. Da stehen alle Infos dazu. Falls euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.